Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses pink- und schwarzfarbene Streifennageldesign für euch. Alles was ihr dazu braucht sind einen Unterlack, pink, schwarz, einen Überlack, Striping Tapes und einen schmalen Pinsel. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann's auch schon losgehen. Zunächst lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Unterlack und anschließend in zwei Schichten von dem pinkfarbenen Nagellack. Nachdem der pinke Nagellack gut getrocknet ist, nehme ich die Striping Tapes und klebe mir unterschiedliche Muster auf den Nägeln ab. Und dann nehme ich den schwarzen Nagellack und lackiere über die abgeklebten Flächen. Und zwar so gut es geht. Für die kleinen Lücken nehme ich dann anschließend einen schmalen Pinsel und den schwarzen Nagellack. Und dann ziehe ich die Striping Tapes ab, bevor der Nagellack trocknen kann. Zum Abschluss kommt noch Überlack über alle meine Fingernägel, damit das Nageldesign schön glänzt. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.